Zwischen 3D-Drucker und gemütlichen Netzwerken. West Visions feiert sein 5. Jubiläum. Die Technikmesse begeistert seine Zuschauer mit innovativen, interessanten Ideen und lädt ein zum selber ausprobieren. Aber das ist noch lange nicht alles. Achtung, eine Runde weiter. Junge internationale Start-up-Unternehmen stellten sich den großen Unternehmen vor, ganz im Stil eines Speed-Datings. Die Start-ups hatten dafür aber pro Runde nur 6 Minuten Zeit. Wir haben versucht, die Start-ups mit Unternehmen aus unserer Region zusammenzubringen. Die hatten immer 6 Minuten Zeit, um jemanden kennenzulernen, um sich selber vorzustellen, um vielleicht irgendwo anzudocken. Und wir hoffen, dass da ein paar gute Kontakte bei entstehen. Möglichst viele Informationen auf möglichst kurzer Zeit übermitteln, war nicht nur bei den Kurzgesprächen wichtig. Es ist vor allem auch wichtig für die Stadt Duisburg. Neben den Bereichen Logistik und Versicherungen ging es auch um das Thema Smart City bei den Start-ups. Die Stadt Duisburg hat sich ja auf einen Prozess, auf einen Weg gemacht, Smart City selber zu werden, die Digitalisierung in der Stadt voranzutreiben, schon mit großen, wichtigen Partnern. Und natürlich freuen wir uns über Ideen aus aller Welt, die diesen Prozess bereichern. Manche reisen sogar tausende Kilometer von einem anderen Kontinent bis nach Duisburg. Wie zum Beispiel der Mitgründer von ICE Commercial Power aus Nigeria. Sie wollen mithilfe von Solarzellen als erneuerbare Energie die Elektrizitätskrise in Nigeria bewältigen. Wir suchen nach deutschen Unternehmen als Partner, besonders in der Energieindustrie. Es ist sehr interessant, das hier mit den Leuten zu besprechen. Und hoffentlich sehen wir bald fertige Produkte. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass Deutschland die besten Ingenieure und Techniker der Welt hat. Es ist also sehr interessant für uns, mit guten Ingenieuren zu arbeiten und ein Produkt zu entwickeln, was auf der ganzen Welt, vor allem in den Ländern, die sich gerade wirtschaftlich entwickeln, gut funktioniert. Insgesamt präsentierten sich hier 150 Mitarbeiter aus 20 verschiedenen Ländern. Die deutschen Firmen nehmen teil, um neue Kooperationspartner zu finden. Meine Innovation hier ist, gegebenenfalls die Kontakte zu knüpfen von den Personen, die diese IT-Bereiche in meinem Hause abdecken, die dann für mich im Ende nützlich sind. Und das ist das Schöne an der Sache. Das heißt, ich bin wirklich hier mit Leuten zusammengekommen, die Lösungsansätze bieten, die mich interessieren und wo ich den Leuten helfen kann, zu sagen, das sind eure Ansprechpartner. Und das ist das Schöne heute gewesen. Das hat mich wirklich fasziniert. Nach den 6 Minuten wurden Kontaktdaten ausgetauscht und schon einzelne Termine für weitere Gespräche vereinbart. Nun heißt es, in Zukunft die kleinen internationalen Startups mit dem Ruhrgebiet zu verbinden.